Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Sieht es nicht idyllisch aus, unser schönes Waldau? Das wächst und gedeiht, es wird immer größer. Über 50 Einwohner sind hier schon im Dorf ansässig. Aber je größer das Dorf, umso größer dann auch die Sorgen und Probleme. Es wird komplexer, das merkt man inzwischen spürbar. Wir haben, ich würde sagen, zwei große Herausforderungen. Einmal, dass wir unsere Nahrungsmittelversorgung auf wirklich solidere Füße stellen müssen. Und zum Zweiten, dass Räuber einen Angriff unternehmen werden und dass wir darauf vorbereitet sein müssen. Ich habe mich aber, glaube ich, ich werde mich dagegen entscheiden, diese Speere und Schilde selbst zu produzieren, weil ich ehrlich gesagt nicht dauerhaft jetzt schon Hofstätten in Werkstätten umwandeln möchte, weil ich, wie gesagt, das nicht zurück umwandeln kann. Und zum Beispiel jetzt haben wir das Problem, wir haben zwar hier einen schönen Schuster, der arbeitet aber nicht. Und weil wir im Moment kein Leder haben, daran müssen wir jetzt auch gleich noch was machen. Und das bedeutet, normalerweise könnte ich bei anderen Betrieben, bei externen Betrieben, die Familie da wieder rausnehmen, kann ich bei der Schusterwerkstatt nicht. Das heißt, der ist dauerhaft dort gebunden und insofern muss man sich das wirklich gut überlegen, ob man Werkstätten einrichtet, weil die Familie fällt dann komplett aus, selbst wenn es die Vorprodukte, die Rohstoffe für die Werkstatt nicht gibt. Dann faulenzen die einfach. So, dennoch gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die wir ändern müssen, umdisponieren müssen. Ich denke, wir benötigen im Moment jetzt niemanden mehr hier, der in der Lehmgrube arbeitet und auch niemanden mehr, der am Brennofen arbeitet. Warum? Weil wir inzwischen, wenn wir uns das anschauen, schon 20 Dachziegel haben und auch noch, was haben wir noch? 24 Lehm, also es reicht erstmal mehr als genug. Dann sind die Förster schon sehr aktiv. Ich glaube, das ist übertrieben, dass wir da zwei Familien haben. Das heißt, wir haben erstmal 3+. Was mache ich damit? Ich schicke wieder jemanden zur Sägegrube. Ich schicke wieder jemanden zum Stall. Und ich schicke auch jemanden wieder in die Gerberei, damit die Felle, die wir jetzt wieder bekommen, damit die verarbeitet werden. Wir haben im Moment schon wieder 6 Häute oder so. Dann geht das da weiter. So, ich bin jetzt nicht mehr ganz im Bilde. Wo ist unser Viehbestand? Hier. Dann würde ich sagen, machen wir das wieder, dass die Sägegrube bekommt dann wieder hier den Ochsen. Der Rest läuft dann. Außerdem will ich ein bisschen investieren, unser Vermögen. Und zwar will ich einmal noch Hühner haben und einmal noch Gemüse haben. Aber ich habe ja jetzt gelernt, man muss aufpassen, wo man das hin macht. Und ja, am besten suchen wir uns eine Familie, die sonst nicht so viel zu tun hat. Ich glaube, hier die Brennholzleute. Wo wohnen die denn? Die wohnen dort. Okay, dann nehmen wir das Gehöft. Und werden dort... Ja, was machen wir da erstmal? Machen wir da mal Gemüsegarten. Und dann würde ich gerne noch Hühner haben. Wäre da auch nicht so viel zu tun? Schwer zu sagen, ne? Ich glaube, die Holzfäller, das ist auch kein dramatischer Punkt da bei denen. Wo wohnen die? Hier. Ja, ist okay. Dann gibt es da nochmal Hühner. So, auch das muss natürlich jetzt erstmal gebaut werden. Das lassen wir dann mal so weit laufen. Ganz wichtig im Übrigen, darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Aber jetzt sehen wir erstmal, das Bauernhaus ist fertig. Sehr schön. Vielleicht haben wir mich auch getäuscht und die Leute wohnen da wirklich. Aber ich glaube es nicht. Nee, es ist genauso hier mit Familien. Okay, jetzt haben wir 2 über. Ich würde sagen, eine Familie. Und jetzt müssen wir wirklich drauf achten, wo jetzt wer wohnt. Ihr seid Händler. Es wäre schon schön, wenn ihr jetzt das Bauernhaus übernehmt. Was macht ihr eigentlich? Nicht zugewiesen. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Dann seid ihr jetzt Bauern. So, und das ist spannend. Wenn ein Feld nicht brach liegt, pflügen Arbeiter bei erster Gelegenheit. Im Anschluss wird die gewünschte Feldfrucht ausgesät. Der Ertrag erhöht sich mit dem Pflanzenwachstum, ehe im September die Erntezeit beginnt und das Feld abgeerntet wird. Ich denke mal, wir sind im April, das heißt, es wird in diesem Jahr noch nicht geerntet. Kann ich mir kaum vorstellen. Eigentlich bin ich jetzt davon ausgegangen, dass wir im nächsten Jahr Weizen bekommen. Aber vielleicht geht es ja noch gerade so. Keine Ahnung. Wir können das beobachten. So, genau.
Was ich sagen wollte, was ich euch erzählen wollte, ich habe hier drauf gar nicht so sehr genau geachtet. Nämlich, es wäre sinnvoll, wenn wir mal wieder einen Punkt zur Verfügung hätten. Und da sind wir auch kurz davor. Wir müssen nur noch eine fünfte Hofstätte auf Stufe 2 bringen, was kein Problem für uns darstellt. Insofern lasst uns das einfach mal machen und das investieren. Dann bekommen wir einen Punkt und den können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Währenddessen werde ich hier zwischen dem Bauernhof nochmal einen Weg bauen. Ah, als hätte ich das so geplant. Sehr schön, den werden wir hier weiterziehen. Wahrscheinlich erstmal nur bis hier machen. Aber ich will hier schon auch so einen Stichweg machen. Dass wir das nicht vergessen. So, okay, das ist dafür erstmal gesorgt. Sehr gut. Ein Gehöft ist erstmal wieder frei. Perfekt. So, Leute, es geht los. Die beginnen tatsächlich direkt jetzt schon mit dem, ja, mit dem Pflügen. 1%. Also, ich bin mal gespannt. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir in diesem Jahr hier schon eine Ernte bekommen. Aber wer weiß. Ja, die sind doch mit dem Pflügen, sind die doch bestimmt erst im Mai fertig. Und dann ist doch alles zu spät, würde ich sagen. Ja, sehr schön, wie sie hier per Hand hacken. Also das gefällt mir gut. Das ist schön gemacht. Prima. Was wir natürlich dann brauchen, ist ein Standort für eine Mühle und. Und eigentlich bräuchten wir auch gleich noch ein zweites Feld und eine zweite Familie, die da arbeitet. Nämlich, wir wollen ja Bier herstellen und dafür müssen wir Gerste produzieren. Ach Gottchen, so viel zu tun. Gut, aber ich denke, wir warten jetzt erstmal die angefangenen Baumaßnahmen ab. Bevor wir hier weiteres tun. Das Gute ist, wenn wir jetzt im April hier mit den Karotten anfangen, dann dürfte das auch noch hoffentlich bis zum Winter dann noch zu einer Ernte kommen und unsere Nahrungsmittelversorgung stabilisiert sein. Wir sehen, wir sind jetzt schon bei 4 Monaten. Ich denke, es geht jetzt ganz gut voran. Das passt auch hier. Im Zweifel gehen wir hier wieder runter auf 10. Na, wisst ihr was, das machen wir sogar. Der Winter wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen, also sogar schwieriger als der letzte Winter. Und was machen übrigens die Truppen hier? Wir sehen die hinten. Kann das sein, dass die... Ja, die haben tatsächlich... Ich glaube, hier war ein Barbarenlager. Bin mir nicht ganz sicher. Hier sind 2. Da ist 1. Ich glaube, da war ein 4. Das ist ganz gut. Sorgen die auch für unsere Sicherheit ein bisschen mit. Sehr schön. Wobei der Angriff kommen wird. Das ist im Moment unvermeidbar. Okay, wo haben wir unsere Baustellen? Hier vor allem die Stufe 2 Hofstätte. Das ist das, worauf wir jetzt warten. Wir haben nur eine Familie, die arbeitet. Und hier muss noch ziemlich viel Bauholz rangeschafft werden. Aber an Ochsen dürfte es ja jetzt nicht mangeln. Hier habe ich übrigens ab und an mal geguckt. Also es funktioniert jetzt schon, dass hier sehen wir es, dass mit Karren die Bretter abgeholt werden. Hier sehen wir es auch. Ich glaube, dass wir dieser anderen Familie diesen Job gegeben haben, das hat sich jetzt bewährt. Das ist schon sehr in Ordnung. Zufriedenheit geht übrigens hier richtig gut hoch auf 77%. Am Monatsanfang verlieren wir wahrscheinlich wieder diesen letzten 30-Tage-Effekt. Was ich aber, ich wiederhole es nochmal, als eine ziemlich dämliche Mechanik erachte. Denn die letzten 30 Tage sind ja nicht vergessen, wenn der Monat neu beginnt. Sondern es müsste ja irgendwie ein durchlaufendes System sein. Die letzten 30 Tage halt. Und nicht am Monatsanfang gibt es Tabula Rasa. Naja, es ist wie es ist. Im Moment, glaube ich, wäre es sowieso vielleicht ein bisschen too much, würden wir 2 Familien pro Monat bekommen. Das können wir, glaube ich, gar nicht so schnell bewerkstelligen, das Ganze.
Ein Upgrade der Kirche wäre jetzt auch schon möglich. Auf eine kleine Steinkirche. Bevor wir das tun, habe ich aber noch ein anderes Bauprojekt im Blick. Wir schauen kurz mal, wie hier gehackt wird. Ist natürlich auch cool, dann hier einen Ochsen zu haben, der flügt. Das ist schon sehr, sehr schön. Was wir vielleicht... Ich bin am Überlegen, ob man das irgendwie so ein bisschen markieren kann. Habe ich das Gefühl, dass sich das hier immer weiter ausdehnt. Also ich bin am Überlegen, wo das nächste Feld hinkommt. Ne? Ich glaube, ich mache hier so einen Rundweg hier so herum. Das Feld wird dann hier so ein bisschen eingefügt. Das ist für die Gerste. Ja. Ich denke, das kriegen wir hin. Aber noch haben wir nicht die Familien dafür. So, verfolgen wir mal hier den Bau ein bisschen. Im Moment, glaube ich, kommen wir mit der Zuteilung hier ganz gut hin. Das passt. Ein Ochse müsste noch einen Baumstamm bringen. Da kommt er. Und das wiederum bedeutet, dass dann die Ochsen gewissermaßen frei sind. Das heißt, wir könnten schon den nächsten Bauauftrag in Auftrag geben. Und was ich da haben möchte, ist hier einen Viehhändler. So, den werde ich hier gegenüber platzieren. Jetzt ist er mir weggerutscht. Da, direkt gegenüber. Warum finde ich das interessant? Weil ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht... Ah, sehr schön. Das hat jetzt geklappt. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht dem Händler doch irgendwie ein Pferd gönnen. So, dass der schneller hier die Sachen hoffentlich ranbringt und unser Vermögen sich erhöht. Aber wir haben jetzt schon 113 wieder. Das sieht jetzt ganz gut aus. Den Viehhandelsposten benötigen wir sowieso. Okay, aber jetzt kümmern wir uns mal um... Ja, um diesen Punkt hier, den wir vergeben können. Es gibt mehrere spannende Sachen, ehrlich gesagt. Am interessantesten vielleicht kurzfristig ist für uns dieses hier. Verbesserte Tierverwertung. Verdoppelt die Menge an Fleisch, die von Jägern und Metzgern sowie aus Ziegenställen bezogen wird. Ziegenstelle ist auch noch eine Möglichkeit. Das ist schon ganz gut. Was ich noch spannend finde allerdings jetzt, wäre Handelslogistik. Das Erstellen einer neuen Handelsroute kostet stets höchstens 25. Warum ist das relevant? Weil ich am Überlegen bin, ob ich die Waffen kaufe, die wir benötigen, um die Miliz vollständig auszustatten. Und wenn wir mal reinschauen... Ist das gar nicht so teuer? Ein Speer 7? Halt, nee. Importpreis 17. Na gut, ist doch schon relativ teuer. Ein kleines Schild, aber wir brauchen ein großes Schild, 16. Das Problem ist aber, dass das Einrichten der Route selbst schon sehr teuer ist. 84 und 68. Das ist eine Menge. Und wenn wir das wiederum reduzieren auf jeweils 25, ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und so könnten wir sukzessive einfach Speere und Schilde kaufen. Wie viel benötigen wir noch? 16 jeweils. Wenn wir gleichzeitig dann immer fleißig Bretter verkaufen, müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. So, und jetzt haben wir den Moment, dass tatsächlich der KI-Gegner eine Region beansprucht. Immenreuth. Da wollen sie hin, da haben sie ihre Truppen auch hingeschickt. Man könnte jetzt sagen, okay, man bestreitet diesen Anspruch und müsste dann würde es zu einer Schlacht kommen. Könnte man das verhindern? Werden wir natürlich jetzt nicht tun, wir haben überhaupt nicht die Mittel dafür. Es gibt ein Konzept von
Königsgunst, die man einsetzen kann. Das ist noch nicht im Spiel. Und man kann das auch irgendwie verhandeln, vielleicht mit Geld oder sowas verhindern. Auch das ist noch nicht im Spiel. Also diese ganzen Kartendiplomatie-Dinge, die existieren noch nicht. Jetzt könnten wir da nur militärisch gegen vorgehen, aber das machen wir nicht. Blöderweise kann man das auch nicht wegklicken. Und jetzt darauf zu klicken wäre tödlich. Das machen wir natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt erstmal einen Augenblick damit leben. Ich glaube, das geht nach einer gewissen Zeit automatisch weg. So. Was war jetzt gerade die Überlegung? Ach so, wie ich den Punkt ausgebe, ja. Ich denke, ich mache das mit diesen Handelsrouten. Wir machen Handelslogistik. Spart uns einiges an Vermögen. Im Zweifel können wir später ja selber dann Schilde und Speere herstellen und die verkaufen. Das geht natürlich auch. Und dann haben wir halt die Handelsroute schon dafür. Ich denke, hier, 25, wir machen das jetzt einfach mal. Ich investiere das schon mal. Speere. Ich will nur mal auf Nummer sicher gehen. Das sind wirklich große Schilde, die wir benötigen. Jawohl. Speere und große Schilde. So, jetzt können wir natürlich jetzt schon Aufträge lancieren. Wir haben jetzt im Moment 68. Ist die Frage... Ja, das Thema war noch mit den Pferden. Ne? 30 für ein Pferd. Bin mir nicht sicher, ob es das wert ist. Im Moment scheint es ja mit den Brettern ganz gut zu klappen. Ne? 29,5. Naja, aber das kann man, glaube ich, noch optimieren. Ich glaube, es rentiert sich mit dem Pferd. Hier wird halt gut gearbeitet. Da muss es dann auch weggeschafft werden. Oh, wir sind im Mai. Alles klar. Eine neue Familie ist eingezogen. Gut. Sehr schön. Boah, das dauert ganz schön, das Flügen. Also, die werden nicht mal ansatzweise hier fertig werden. Was aber okay ist. So, dann bin ich am Überlegen, ob wir die Familie dann tatsächlich dafür verwenden, ein zweites Feld anzulegen. Für Gerste, damit wir wirklich in Richtung Bier kommen können. Übrigens, der Händler nimmt ja jetzt doch den neuen Weg. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Wenn wir Viehhandel betreiben wollen, brauchen wir da auch eine Familie. Das reicht aber, wenn man das kurzfristig macht. Prima. Wir haben ein paar Bretter verkauft. Okay. Jetzt bin ich am Überlegen. Wartet mal. Also, ja, die neue Familie ist hier eingezogen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir bringen die neue Familie hier rein. Zwei Leute im Bauernhaus. Wir legen ein neues Grundstück an. Mal sehen, ob das reicht. Jawohl. Das kommt dahin. Das muss natürlich auch wieder gebaut werden. Und dann... Tja. Dann versuche ich mal hier ein zweites Feld zu planen. Schau mir vorher nochmal an, wie jetzt hier der Umkreis ist. Okay, das heißt hier ungefähr. Na, lass ich mal den Weg laufen. Das ist jetzt nur so eine Hilfe, weil das wird am Ende sowieso wegkommen. Ja, die Steine sind bald abgebaut. Geht mir nur darum, dass ich hier nicht zu weit mit dem Feld komme. Und dann legen wir das mal an. Feld. Ach so, wie sieht es überhaupt aus hier mit Fruchtbarkeit von Gerst? Ah! Der Plan, den sollten wir nochmal überdenken. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das überlegt habe. Aber es ist auch gar nicht so schlimm. Wir können das durchaus auch hier machen. Ist ja auch noch relativ nah am Bauernhaus.
Ich denke, wir werden jetzt ja auch nicht diese Fruchtbarkeit so genau exakt nachzeichnen. Das sieht ja auch hässlich aus. Wir werden einfach das Feld von hier hochziehen. Das passt relativ gut mit 0,9 morgen. Ist doch auch schön. Okay. So, hier soll Gerste rauf. Was wir im nächsten Jahr machen, müssen wir nochmal überlegen, aber dann können die da schon mal weiterarbeiten. Ja, schaut mal, das ist super nervig. Hier geht ein Balken hoch, wird beansprucht. Ich glaube, wenn der Balken ganz oben ist, dann geht das hier weg. Aber dass man das nicht wegklicken kann, das ist ein bisschen unschön gemacht. Ja, aber das bindet sich hier ganz gut ein in die Landschaft. Gefällt mir. Das kann so funktionieren. So, wir gucken immer mal auf die Beeren. Das ist alles gut im Lot. Bei den wilden Tieren sind wir bei 16. Wir sind ja hier runter auf 10 gegangen. Das ist aber, glaube ich, wichtig. 5 Monate Nahrung, 7 Monate Brennstoff. Brennstoff wird auch etwas knapper, aber ja, da sind wir ja gut dabei. Ne? Also 7 Monate, wir produzieren das ja konstant. Ist ja super, denke ich. Passt schon. Gut. Was wäre denn die nächste Siedlungsstufe? Okay, wir brauchen 7. Stufe 2, das ist kein Problem. Aber dann schon 3. Stufe 3. Das ist schon ein anderer Schnack. Weil da brauchen wir eben Bier für. Und die Kirche und Lebensmittel, das müssten wir hinbekommen. Aber Bier, und das ist schon ein bisschen aufwendiger Prozess. Das wird dann erst im nächsten Jahr möglich sein. Hilft nichts. So, eine Familie ist am Bauen. Die sind wahrscheinlich hier erstmal bei der Hofstätte dabei. Insofern lassen wir das erstmal, warten wir das erstmal ab. Das. Und dann kommt das Upgrade der Kirche, würde ich sagen. 295 Tage, bis die Räuber da sind. Ja. Das wird schon. Wir können aber durchaus hier schon mal minimal einhandeln, was? Müssen aber bedenken, dass wir für die Pferde was benötigen. Also machen wir erstmal Import 1. Import 1. Was macht eigentlich unser... Ach, schau mal, hier ist noch nicht viel passiert. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte schon erwartet, dass wir hier noch eine Gemüseernte bekommen zum Jahresende. Und Eier sieht man auch noch nicht so richtig, obwohl die Hühner hier schon da sind. Aber immerhin, die Beeren funktionieren jetzt gut. Brot ist jetzt schon lange alle wahrscheinlich. Insofern haben wir ein bisschen Nahrungsmittelvielfaltsproblem. Wir sehen das hier auch bei der Nachfrage. Na, hier hat er noch 3. Manche haben nur noch 2 abbekommen. Ja, diese Punkte sind echt wertvoll. Also zum Beispiel Honig ist natürlich schön. Dann kriegt man noch ein anderes Nahrungsmittel. Oder Streuobst. Schafe brauchen wir eigentlich auch ganz dringend. Um dauerhaft hier eigentlich dieses Thema der... Ja, nee, Kleidung, ja. Das ist nämlich das Ding. Die Schusterwerkstatt funktioniert halt nur über Leder, glaube ich. Das heißt, Schafe nützen uns da gar nicht so viel, weil Schafe bringen ja Wolle. Und das ist eine Schneiderei. Das ist also ein anderes Gebäude. Und wir können es halt nicht mehr ändern. Das ist halt das Problem. Und am Ende haben wir jetzt hier 2 Bekleidungsbedürfnisse. Und da reicht es halt Schuhe oder Kleidung oder Mäntel. Und insofern im Moment wäre es noch unnötig, jetzt eine dritte Art von Kleidung herzustellen. Das heißt also, Schafe sind tatsächlich gar nicht so nötig für uns. Aber diese Geschichte mit der Weide auf den Feldern,
Da weiß ich gar nicht, was kann man denn noch auf die Weiden schicken, außer Schafe. Ich glaube, es gibt nur die Schafzucht. Das ist wiederum natürlich für die Felder gut. Insofern war die Investition in diesen Schuster vielleicht nicht das Beste. Okay, die Hofstätte, die nächste, ist fertig gebaut. Sehr schön. Jetzt werden die sich hoffentlich diesem Viehhandelsposten widmen. Und wir haben wieder einen Maieregen. Und hier kommt der Händler. Und wir haben wieder ein bisschen verdient. Ne, wir haben was bezahlt. Und wir haben noch was bezahlt. Okay, die Waffen sind da. So, der Viehhandelsposten ist fertig. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Familie dort. Und da wird es jetzt schon knifflig. Also ich will diese Pferde, obwohl, brauchen wir eigentlich, stopp. Brauchen wir vielleicht gar nicht. Ich habe diesen Viehhandelsposten jetzt eigentlich vor allem deshalb gebaut, weil das gilt als Stallfläche. Wir haben nämlich dadurch wieder freie Stallfläche. Und das Pferd für den Handelsposten, das war ja der Plan, das kann dann hier angebunden werden. So, ordern wir das mal. 30. Und da bin ich ja echt mal gespannt. Und vor allem frage ich mich jetzt, nimmt sich jemand das Schild und den Speer einfach selbst? Tatsächlich, der holt sich jetzt das Schild. Sehr gut. Das klappt. Das heißt, wir haben damit den 21. Ist der schon vermerkt? Nee, noch nicht. Was auch ein bisschen dämlich ist, dass er nicht gleich das Speer mitnehmen kann. Nee, der muss jetzt da zweimal hinlatschen. Das ist ein bisschen nervig. Was machst du? Du bist hier Holzfäller? Hä? Nee, ne? Das ist Quatsch. Du holst dir doch bestimmt jetzt auch irgendwas. Okay, holst du den Speer? Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Kann es sein, dass manche Leute nur ein Speer haben und andere nur Schilde? Das wäre ja ziemlich dämlich. Aber möglich ist alles. So, heißt das aber... Dadurch, dass die in die Benutzung sind... Nee, Überschuss wird hier angezeigt. Scheint noch nicht als benutzt zu gelten. Was ich komisch finde, weil die anderen, die wir nutzen, die werden ja hier auch nicht als Überschuss angezeigt. Vielleicht, wenn sie erst zu Hause sind. Das könnte auch sein. Vegetables, get your daily dose of greens, healthy and hearty. So, das Pferd wird uns hier schon zugeschrieben. Bin mal gespannt. Wie das jetzt zu uns kommt, das habe ich... Schaut mal, da hinten steht es. Da, ganz klein. Ich kann nicht näher ranzoomen. Stellt sich nur die Frage, wer das bringt. Aber ich glaube, das ist irgendein Händler, der kommt und das dann herführt. Oder es wird abgeholt. Das könnte natürlich auch sein. Wie, warte mal, noch eine neue Familie eingezogen? Was geht denn jetzt ab? Kann es sein, dass wir jetzt gerade mal eine Doppelbesiedlung haben, dass das im Laufe des Mais passiert ist? Und nicht gleichzeitig? Okay. Ja. Das ist schon an sich ganz gut, ne? Würde ich sagen. Wir machen dann weiter. Wir machen weiter mit Häusern. Wir kommen, glaube ich, damit klar. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich das Pferd holen. Transportiert. Der holt. Ja, und das soll er halt zukünftig mit dem Pferd machen. Da! Da wird das Pferd gebracht. Hervorragend. Das ist ein externer Viehhändler, der kommt. Na, das ist doch schön. Dann bin ich gespannt, ob der Plan aufgeht, dass unsere Händler hier schneller die Bretter dorthin bringen können. So, dass im besten Falle unser Vermögen dann auch schneller steigt.
Das ist ja der große Sinn der Sache. Okay, damit... Ja gut, jetzt haben wir wieder da eine Baustelle, ne? Ich wollte ja eigentlich die Kirche ausbauen. Machbar wäre das allemal. Ressourcen sind da. Wir haben zwei nicht zugewiesene Familien. Okay, ich würde sagen, dann können wir den Ausbau schon in Auftrag geben. Machen wir das mal. Die kleine Steinkirche soll jetzt gebaut werden. Damit wird erstmal der Bretterzaun wieder abgerissen. Und wir sehen übrigens, dass mit dem Militär hat insofern geklappt, dass es jetzt aus dem Lager raus ist. Jetzt haben wir 21. Das heißt, wir können einfach konstant jetzt hier eine gewisse Summe einstellen. Jetzt haben wir wieder keinen Überschuss und es wird jetzt wieder was uns gebracht. Wir machen mal jeweils zwei, das könnten wir vielleicht gerade so uns leisten. Und dann kriegen wir einfach konstant die Waffen. Die Leute holen sich konstant die Waffen. Und wenn die Räuber da sind, stehen wir hoffentlich ausreichend gut da. So, wo ist er jetzt mit seinem Pferd? Ist es schon da? Da ist es. Es marschiert mal wieder durchs Gebäude durch. Aber jetzt bin ich natürlich super gespannt, wie es verwendet wird. Weil diese Schlepperei hier, diese Karrenzieherei, die wollen wir zukünftig verhindern. So, jetzt hat das Geld nicht ganz gereicht. Für zwei Schilde. Insofern gibt es jetzt vielleicht so ein kleines Ungleichgewicht bei der Bestellung. Das ist natürlich auch eine spannende Frage, ne? Wie wird das eigentlich angezeigt? Was ich hoffe... Schaut mal, das Pferd geht jetzt selbstständig hier rüber. Ich hoffe, das wird so angezeigt, dass wenn das Set nicht quasi vollständig genutzt wird, Schild und Speer, dass dann quasi das Einzelteil hier immer noch im Lager liegt. Ne? Ansonsten wäre ja die Verwirrung komplett. Man könnte es gar nicht richtig planen. So, aber wie läuft das denn jetzt? Habt ihr jetzt Viehbestand? Nein, habt ihr nicht. Okay, dann kriegt ihr das jetzt. Und ich bin halt super gespannt, ob ihr das Pferd jetzt nutzt. Noch steht es da ziemlich dumm rum. Zufriedenheit ist exorbitant. Wir könnten wirklich, glaube ich, jetzt konstant zwei Leute ranholen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Zu viel, zu rasantes Wachstum ist fast nie gut. So, hier ist jetzt zumindest schon ein bisschen was gesät worden. Sehr gut. Sie holt sich Wasser von dort, oder? Nee, die hat Wasser von da nur geholt. Die gehört gar nicht dazu. So, ihr lieben Händler, jetzt nutzt doch mal euer Pferd. Extra teuer für euch angeschafft. Besteigt ein Pferd. Albrecht besteigt ein Pferd. Wo kommst du denn her, bitte? Wisst ihr was? Ich glaube, das ist so. Der, wenn wir jetzt diese Order gemacht haben, der ist zur Grenze gelatscht, hat Bescheid gesagt, hey, ich will ein Pferd kaufen. Dann kam der Viehhändler mit dem Pferd und er wiederum läuft von der Grenze auch zurück. Nee. Das wäre richtig dumm, ne? Aber es kann sein. Ich glaube sowieso bei den Händlern ist es so, dass einer davon immer irgendwie so unterwegs ist. Wobei, im Moment. Okay, das ist Privatkram. Im Moment wird da nur gewartet. Auch merkwürdig. Naja gut, das wird schon irgendwie laufen. So, hier müssen jetzt richtig viele Waren hintransportiert werden. Wir haben zwei nicht zugewiesene Familien, die sich um den Bau kümmern. Die Hofstätte ist gleich zu Ende gebaut. Wo dann der nächste Einzug erfolgen kann. Ich will aber auch nicht das Reiten hier auf dem Pferd verpassen.
so viel, was hier im Moment abläuft. Okay, es ist tatsächlich so, die sind alle in Beschlag genommen worden und jetzt ist das Chaos doch perfekt, oder? Ah, hier sehen wir noch die Differenzen. Schaut mal, 23, 36, 22, 36. Das ist halt für dieses Einkaufssystem ein bisschen schwierig, weil jetzt hier beim Handel wahrscheinlich 0-0 steht, genau. Und wenn immer der Speerhändler zuerst kommt, dann haben wir halt ein Problem. Da müssen wir irgendwann einen Ausgleich irgendwie organisieren. So, jetzt will ich dich mal reiten sehen. Steigt ein Pferd, Albrecht. Ah, schaut euch das an. Sehr cool. Stockt den Vorrat auf. Ja, dieses Durchfahren von Gebäuden. Das wird hoffentlich noch verbessert. Wie, was, wo? Wo fährst du denn jetzt lang? Stockt den Vorrat auf. Da jetzt handelt. Genau, das ist das, was ich meinte. Einer von den Händlern fährt immer irgendwie auch zur Grenze. Das ist eigentlich jetzt spielmechanisch ein bisschen komisch. Weil der Export läuft ja über die Händler, die hier vorbeikommen. Und der Import auch. Da stellt sich die Frage, was macht er eigentlich? Aber ich stelle mir das so vor, dass der irgendwo da am Handelsposten die ganzen Deals dann immer abhandelt. Aber es ist natürlich unrealistisch, dass er nicht gleich die Waren mitnimmt, ne? Naja, gut. Okay, das Ganze geht jetzt schneller, weil er ein Pferd hat. Das ist jetzt die Verbesserung. Also es ist nicht so, wie ich erhofft habe, dass das Pferd im Dorf eingesetzt wird, sodass die Waren schneller hier sind. Das klappt leider nicht. Schade drum. Na gut, es ist wie es ist. Wir kommen schon zurecht. So, was ist denn hier schon angekommen? Zweimal Bauholz und ansonsten noch nicht so viel. Okay. Ansonsten hier 5 Monate, 7 Monate. Das sieht ganz gut aus. Wir sind hier bei 12. Das heißt, die Jagd wird langsam eingestellt werden. Und damit, das ist immer das zusammenhängende Problem, damit auch das Thema heute, die wir konstant auch alle verarbeiten, so wie es aussieht. Aber wir haben zumindest 20 Schuhe. Das reicht für eine längere Zeit. Das heißt also, wenn die hier auf 10 runter sind, werden wir die Jäger, glaube ich, auch in die Bärenbüsche schicken. Und die Gerberei kann dann auch erstmal wieder Pause machen und was anderes machen. Ja, das ist der Stand der Dinge. So, hier sind sie zumindest zurechtgekommen mit dem Pflügen. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, dass sie jetzt noch eine Aussaat machen. Ich weiß nicht, wie man damit jetzt am besten umgeht. Die haben hier offenbar eine andere Technik. Was okay ist. Weil nicht, dass wir quasi das Feld jetzt schon erschöpfen, weil wir jetzt schon eine Aussaat machen, die dann am Ende nicht wirklich eingefahren wird. Und dann stehen wir nächstes Jahr doof da. Das wäre nicht so schön. Müsste man mal beobachten, ne, was sie jetzt machen, wenn sie fertig sind. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es quasi so eine Art Automatismus gibt, dass die sehen wirklich noch. Ach du Schreck. Oh Gott. Andererseits, vielleicht reicht es ja noch. Dann hätten wir dieses Jahr schon eine Weizenernte. Das ist sicher nicht das Schlechteste. Naja, vielleicht ist Mai einfach auch noch Aussaatzeit, oder?
Könnte sein. Jetzt haben wir schon Juni. Wäre lustig, wenn sie jetzt die Auszeit abbrechen, weil es Juni ist. Nee, sie sehen tatsächlich weiter. Okay, also im Juni werden sie das hier schaffen. Ist halt nur die Frage, ob es rechtzeitig dann noch reift. Ansonsten war das jetzt eher eine Fehlleistung. Gut, die Bauarbeiten an der Kirche haben auch begonnen. Sehr schön. Jetzt sind die Bauarbeiter auch sehr, sehr fleißig. Bringen das Material heran. Wir haben eine neue Familie. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder eine Hofstätte bauen. Aber ich meine, wir brauchen die Familien auch, wenn wir jetzt eine Mühle betreiben, eine Bäckerei betreiben und sowas alles. Ist ja auch nötig. Insofern machen wir weiter. Wir werden eine weitere Hofstätte planen. Wie machen wir die? So. Drei Familien, die jetzt bauen, was völlig okay ist, denn wir haben ein großes Projekt hier vor. Step right up and sample. Wo alle anpacken. Jetzt erstmal Bretter bringen. Und danach die Dachziegel. Ein weiterer Lebensmittelstand ist gebaut. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Ich glaube, den hatten wir schon. Vielleicht wurde er zwischenzeitlich mal abgebaut. Wahrscheinlich muss man auch irgendwann jemanden hier in den Speicher, eine zweite Familie schicken. Falls sie das nicht mehr hinbekommen, Transport und Verkauf gleichzeitig hinzubekommen, zu organisieren, könnte ich mir auch vorstellen. So, jetzt kommen noch die Dachziegel. Die sind auch noch nicht im Spiel integriert, weil im Moment sehen wir hier gerade leere Hände. Ja, schaut. Da würde man jetzt die Dachziegel sehen. Oh, und jetzt wird hier schon gebaut. Das sieht ja wild aus. Bread, freshly baked, come one, come on. Feast your eyes on our fine selection. Jetzt wird erstmal zurückgebaut. Der Dachstuhl, logisch, denn da kommen ja andere Ziegel drauf. Nachvollziehbar. Gleichzeitig wird die nächste Hofstätte gebaut. Und dann ist der äußere Ring auch voll. Und ich denke, danach werde ich anfangen zu verdichten. Weil ich glaube, dass ich jetzt nicht noch weiter in die Fläche gehen will. Im Moment zumindest. Ja, da haben wir ja auch genug Häuser. Da können wir uns quasi nochmal verdoppeln auf 120, 130. Also, das ist schon in Ordnung. Und kostet auch jeweils nur 2 Bauholz. Kein Problem, also. Wir haben übrigens 40 Bretter, ne? Das könnte man gut zu Geld machen. 5 sind hier. Okay, ich muss sagen, das ist schon ein etwas ungewöhnlicher Aufbau einer Mauer. Das sieht etwas merkwürdig aus. Dann hätte man es wahrscheinlich gleich komplett bauen können. Wobei das mit dem Dachstuhl, das funktioniert ja. Nur das hier sieht ein bisschen komisch aus. Aber es wird bestimmt schon gleich zurückgebaut. Schön, wie schnell das geht, wenn alles da ist. Prima. Okay, jetzt ist das unten zurückgebaut. Jetzt gibt es einen
schönen großen Turm. So wie es aussieht. Ja, wenn da drei Familien dran bauen, dann wird es ratzfatz. Wie schön. Ein schöner Fachwerkturm, gefällt mir. Oh, und es hat uns sogar Einfluss gegeben. Prima. 500 haben wir jetzt. Das Ganze ist abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Hat sich hier irgendwas verändert? Wir können drei Totengräber beschäftigen. Ansonsten nichts. Ja, außer dass es natürlich deutlich schöner aussieht. Gefällt mir. Aber was heißt schöner? Die Holzkirche war auch schön. Aber passt auf jeden Fall zu unserem gewachsenen Dorf. Sehr, sehr schön. Ich wünschte mir, ich könnte das Herrenhaus auch ein bisschen upgraden. Sieht aber nicht so aus. Weil ich meinte, das sieht ja nahezu mickrig aus im Vergleich zu dieser schönen, großen Kirche. Nächste Hofstätte auch fertig gebaut. Sehr gut. Tja, vielleicht schicken wir auch eine zweite Handelsfamilie hin. Wenn das besetzt wird, vielleicht kein schlechter Plan. Weil das gefällt mir nicht, dass wir hier... Andererseits sind auch nur wieder 30 Bretter. Irgendwie funktioniert es ja auch, ne? Ich bin unschlüssig. Ein bisschen Vermögen ist auch wieder da. Wie sieht's aus hier? Wir sind bei 23. Soldaten, das ist gut. Immerhin schon drei ausgestattet. 13 fehlen noch. 262 Tage haben wir noch. Prima, liebe Leute. Damit beende ich erstmal diese Folge. Uns ist wieder einiges gelungen. Und ich freue mich auf den Fortgang der Dinge. Halt, ich muss mal kurz hier gucken. Wie weit seid ihr? Schon bei 76%. Krass. Ja, die haben hier noch zu tun mit dem Pflügen. Schön, dass wir auch in die Landwirtschaft einsteigen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald.